Hallo, hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe euch ja vor einiger Zeit mal versprochen, ein kleines Projekt zu machen mit den Action-Sticker-Sets. Ihr wisst schon, diese Embossed-Sticker, die man in so einem Doppelpack bekommt. Ja, das sind solche Stickerbögen hier. Da gibt es immer zwei Sticker, die sind dann so zusammen verpackt. Das hier ist jetzt natürlich ein anderes Thema, als ich hier verwendet habe. Aber ihr kennt diese Sticker bestimmt auch. Die sind eigentlich sehr, sehr schön. Sind so matt und haben embosste Stellen, die auch ein bisschen glänzen. Sind eigentlich wirklich sehr, sehr hübsch gestaltet. Aber was macht man damit? Ja, das frage ich mich schon seit langem und jetzt habe ich endlich mal ein kleines Projekt gemacht. Und wenn ihr Lust habt, das mit mir zusammen zu machen, ich zeige es euch ganz kurz nur einmal, dann schaut einfach zu, bleibt dran und seht, was ich tue. Schaut, das ist einfach ein kleiner Aufsteller oder auch als Karte oder als Einsteck-Ephemera für ein Journal geeignet. Man könnte es natürlich auch so gestalten, dass man im Inneren Seiten hat, die man beschriften kann. Man kann es auf verschiedene Arten zusammenfalten. Ich mache es jetzt auf diese Art. Es ist vielfältig verwendbar und es sind fast alle Sticker von dem Sticker-Set, was ich hier verwendet habe, tatsächlich in diesem kleinen Klapp, wie nenne ich es, einem Klappaufsteller. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es sind fast alle Teile hier drin verarbeitet. Es ist nur noch ganz wenig übrig geblieben an Stickern. Also es ist wirklich super, hat super geklappt. Und ich mache davon ganz bestimmt noch mehr. Die kann man auch super schön aufstellen und irgendwo einfach hinstellen als Dekoration. Vielleicht noch ein Blümchen dazu, jetzt hier so frühlingsmäßig. Man kann es verschenken, wie eine Karte zum Beispiel. Weihnachten, Ostern, Muttertag etc. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Und ja, wenn ihr Lust habt, mir dazu zu schauen, wie ich das mache, dann bleibt dran, denn jetzt geht es gleich los. So, als erstes wähle ich mal das Sticker-Set aus, das ich verwenden möchte. Ein buntes Band und natürlich einen Block mit buntem Papier. Und ich wähle jetzt Papierseiten aus, die farblich zu dem Sticker-Set passen. Also die korrelierende Farben einfach haben und nicht allzu abweichend vom Stil und von der Buntheit sind. Also ich würde jetzt keine lilanen Seiten dazu kombinieren wollen, weil Lila kommt da gar nicht vor auf diesem Papier und auch Pink nicht. Deswegen kommt das auch nicht dazu und ich möchte auch keinen metallischen Glanz mit drin haben. Deswegen wird das jetzt hier eine schnelle Aktion, die Papiere auszuwählen. Ich brauche insgesamt 8 Stück mit verschiedenen Mustern. So, jetzt schaue ich nochmal schnell den Block durch, ob das denn auch alles so passt. Ja, entscheide mich noch schnell für dieses Gelbe und habe jetzt hier insgesamt 8 Papiere, die ich jeweils in solchen Vierer-Sets bearbeiten möchte. Die nächste Überlegung ist denn, wie groß sollen die Karten sein, die ich machen möchte. Ich entscheide mich da für eine Breite von, erstmal nachmessen, bevor wir da was Falsches machen. Genau, ich nehme 4 Zoll breite Karten und schneide mir jetzt erstmal die ganzen Papiere runter auf diese 4 Zoll Breite. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, was das in Zentimetern ist, aber diese Blöcke, die sind ja auch irgendwie immer so 12 mal 12 Zoll ungefähr. So 30 mal 30, aber eben auch nur ungefähr. Und ich schneide mir jetzt eben diese 4 Inch runter. Ja, und ich habe dann sehr, sehr lästiges Pflaster an meinem Daumen, weil ich mich da verletzt habe. Das ist sehr unangenehm. Habt ihr schon mal mit Pflaster gebastelt? Es ist eine Katastrophe. Ne? Ständig bleibt da irgendwas dran kleben und dann löst sich das und das ist ganz furchtbar. Also ich hasse das. Na, auf jeden Fall schneide ich alle Papiere runter in Streifen. Diese Papiere sind nicht sehr dünn. Das sind eher diese etwas stärkeren Papiersets, die so, weiß nicht, was haben die, 250 Gramm oder so? Also das sind schon eher Kartons. Ja, und das schneide ich das nochmal in Hälften, also schneide dabei 6 Inch einfach mal durch, habe dadurch jeweils 2 solche Stückchen und das mache ich mit allen Karten. Ja, das ist ja eine schnelle Sache, man kann das natürlich auch mit der Schere machen, wenn ihr kein Schneidebrett habt, dann könnt ihr das natürlich genauso mit der Schere machen, ist ja überhaupt kein Thema, ein bisschen anzeichnen und abschneiden oder mit einem Cutter könnt ihr es machen. Also mit so einem Teppichmesser.
So, jetzt sortiere ich mir die schnell auseinander, die zwei Muster jeweils, weil ich brauche ja nur eine. Die anderen kommen erstmal weg. So, jetzt habe ich 8 Kärtchen zurechtgeschnitten und jetzt möchte ich die oben irgendwie spitz machen. Ja, jetzt überlege ich, wie ich das am geschicktesten da machen könnte. Und dann denke ich mir, ach, was ist weg mit dem Cutter? Nein, wir nehmen doch lieber ein Lineal. Das ist bestimmt sicherer. Markiere mir die Mitte, markiere mir die Höhe von diesem spitzen Dächlein. Ja, stelle fest, dass ich die Mitte nicht sehen kann und markiere sie nochmal. Und ziehe mir da jetzt einfach schnell ein paar Bleistiftlinien drauf auf das erste Kärtchen. Schneide das dann mal mit meiner Papierschere ab und schau mal, ob mir die Form gefällt. Ja, okay, und die Form gefällt mir. Jetzt überlege ich, ob ich das jetzt mit dem Papierschneider abtrimmen kann. Ja, das geht, aber irgendwie bin ich auch nicht ganz zufrieden damit. So, jetzt habe ich zwei und jetzt stelle ich fest, ich muss mit der Schere nochmal nachtrimmen, weil das immer noch nicht so 100% ist. Also weg mit dem Papierschneider. Wenn man eh mit der Schere hin muss, kann man es ja auch gleich mit der Schere abschneiden. Ich nehme mir mal das eine Kärtchen als Vorlage, als Muster und als Führung für die Schere und schneide einfach alle Papiere jetzt so in diese Hausform zu. Ja, korrigiere auch die Breite noch ein bisschen, denn die ist auch teilweise unterschiedlich. Diese Papierblöcke, die sind nicht immer ganz exakt geschnitten, leider. Und manchmal muss man da einfach noch ein bisschen korrigieren, aber das ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. So, jetzt habe ich alle 8 geschnitten, weg mit den Schnipseln, weg mit dem Papierschneider. Jetzt schaue ich nochmal nach den Mustern und sortiere mir die Muster so, wie ich die kombinieren möchte, denn es werden immer 2 Stück zusammen kombiniert quasi, eine Vorderseite und eine Rückseite. Und jetzt habe ich mich für diese Anordnung entschieden. Und jetzt geht's weiter. Fangen wir mit dem ersten an. Ja, ich klebe jetzt die beiden Hälften ganz schnell, quick and dirty, wie man so schön sagt, mit doppeltem Klebeband zusammen. So, schön feststreichen mit dem Bone Folder. Ja, weg mit dem Papier, Schutzpapier. Und dann können wir die beiden Teile auch schon aufeinander kleben. Ich fange da in einer Ecke an und richte dann die Seiten aus. Stell fest, es ist trotzdem irgendwie schief, aber egal. Wozu haben wir eine große Schere? Ich schneide also einfach überstehenden Kanten ein bisschen weg, denn auf die super genaue Exaktheit kommt es dabei nicht an. So, und genau das gleiche mache ich mit allen. Alle 4 hier fertig, gedoppelt. Alle haben eine Rückseite bekommen. Und sind schön bunt vorn und hinten. So, jetzt brauche ich noch ein Papier, das ein bisschen neutraler ist. Und da entscheide ich mich jetzt für solche Seiten aus so einem Bullet Journal, das ich nur zu diesem Zweck gekauft habe. Das sind so gepunktete Seiten, die finde ich eigentlich recht hübsch. So leicht cremefarbig mit ganz feinen Punkten. Und die schneide ich mir jetzt einfach so freihand passend zu, sodass sie auf diese Hausform passen. Da habe ich jetzt auch 8 Stück. Ich runde die Ecke noch unten ab, denn an einer Seite waren diese Papiere ja sowieso schon abgerundet. So, jetzt habe ich alles abgerundet. Und dann geht es weiter. Jetzt werden nämlich die Seiten da drauf geklebt. Ich nehme da einfach einen Klebestift, hier so ein altes Buch als Klebeunterlage, ordentlich Klebestift drauf und ab auf das Haus. Ja, ich mache da jetzt gar nicht lang rum. Schnell andrücken, eine kleine Falte noch rausbewegen, rauszwingen und auf die Rückseite auch ein Stück von dem gepunkteten Papier kleben. Tja, und das ganze Spielchen machen wir jetzt natürlich mit allen 8. Ah, da hat es nicht richtig geklebt, da klebe ich nochmal nach. Das ist ja kein Problem. Dann kann man das trocknen lassen. Zack, und da sind auch schon alle 4 fertig. Wunderbar. So, jetzt überlege ich, wie verbinde ich die Teile denn, und ich entscheide mich für Ösen. Aber zuerst gehe ich an die Nähmaschine, wie man sieht, und nähe hier einmal rundherum. Zwischendurch musste ich das Garn wechseln, dann war der Unterfaden ausgegangen, deswegen gibt es da jetzt irgendwie so einen kleinen Farbunterschied, aber das ist ja völlig egal. Ja, es sind schon 4 Kärtchen fertig.
Die Naht fixiert natürlich auch das Papier in der Mitte, das ja nur mit Klebestift fixiert ist und nicht wirklich gut hält. So, dann nehme ich meinen ganz normalen Bürolocher und schiebe einfach da die Kärtchen rein. Jetzt versuche ich da noch eine Einstellung zu finden, dass ich einen Anschlag habe, aber das geht nicht. Also nehme ich einfach die Seite von dem weißen Papier als Anschlag quasi, als Linie und richte das alles so aus. Jetzt versuche ich da alle vier gleichzeitig zu lochen, das geht aber nicht. Also loche ich nur zwei Stück zusammen und dann mit den anderen zwei genau das gleiche. Und jetzt haben die Löcher alle in der gleichen Höhe. Und in diese Löcher kommen natürlich dann die Ösen rein. Und dann nehme ich meine Crocodile und mache jetzt einfach mal in alle vier Löcher auf jeder der vier Karten die Ösen rein. Die Ösen sind dazu da, dass wir die einzelnen Karten miteinander verbinden können und so einen schönen flexiblen und variablen Aufsteller erhalten. Wenn du keine Ösen hast oder keine Crocodile hast, kannst du natürlich die Verbindung auch anders herstellen. Du könntest zwischen die bunten Papiere, bevor du die zusammenklebst, könntest du zum Beispiel ein Stück Stoff einfügen und das dann als Scharnier mit einkleben. Das wäre auch eine sehr interessante Variante. Ich habe tatsächlich kurz darüber nachgedacht, ob ich das so machen möchte, habe mich dann aber dagegen entschieden, zwar hauptsächlich deswegen, weil ich gerade keinen passenden bunten Stoff zur Hand hatte, denn ich hätte da auch dann so einen frühlingshaften bunten Stoff haben wollen und den hätte ich jetzt langwierig raussuchen müssen und das wollte ich nicht, denn ich war gerade so im Flow. Ja, jetzt haben alle vier Teile schon Löcher bekommen und Ösen bekommen und jetzt geht's an die Sticker. Und jetzt schaue ich erstmal, welche großen Sticker da sind, denn die möchte ich zuerst aufbringen, diese großflächigen, und entscheide mich jetzt auch für eine bestimmte Reihenfolge der einzelnen Kärtchen. Ja, die klebe ich jetzt einfach mal da jeweils auf, so wie ich denke, dass es gut passen könnte. Ich überlege da nicht lange, sondern das geht auch so aus dem Flow heraus. Einfach so, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Ja, da denke ich mir, der Fuchs mit dem Eis in der Hand passt natürlich super zum Eiswagen, also klebe ich den auch schon mal auf. Kleiner Schmetterling passt zu dem, der Schmetterlinge fängt. Ja, das ist dann schon mal so ein Thema. Genau, dann schaue ich noch, wo könnte was hinpassen. Nehme das nächste. Da kommen jetzt die drei Freunde, die angeln. Ja, und dieses Zusammenstellen der Motive, das entsteht jetzt wirklich aus dem Tun heraus. Also es gibt jetzt keine spezielle Geschichte, die dahinter steht, sondern das komplette Werk zeigt eigentlich so Freundschaft. Also was machen Freunde und Freundinnen einfach so, was machen Freundinnen einfach so zusammen, was machen die gerne, wie ist die Freizeitgestaltung? Manchmal machen die was alleine und dann sitzen die wieder zusammen und machen was. Und das ist doch das, was Freundschaft auch ausmacht, dass man sich gegenseitig den Freiraum lässt, den man braucht, um Dinge zu tun. Ja, lesen, Schmetterlinge fangen und dann auch wieder zusammensitzt und zusammen einfach Spaß hat und die Zeit genießt. Zum Beispiel zusammen auf der Wiese liegen. Auf einer Picknickdecke. Ja, und ich verteile jetzt so gut wie alle Sticker irgendwie thematisch und farblich passend auf die einzelnen Seiten. Und je mehr ich da jetzt so drauf klebe, umso besser gefällt mir das eigentlich. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es so, wenn ich einfach so vor mich hin arbeite, dann ergibt sich die Zusammenstellung ganz von selbst. Also ich denke nicht darüber nach, was ich jetzt auf welche Seite klebe, sondern werde ganz oft von Farben und Formen geleitet. Ich glaube sogar aber hauptsächlich von Farben. Und ich sehe einfach, was passt wohin oder ich empfinde das so, dass es zusammenpasst. Es kann natürlich für jemand anders
ganz anders sein. Also jemand anders kann sagen, nein, also die gelbe Blume, die hat ein anderes Gelb als die Karte. Das geht nicht. Aber für mich ist das eine farblich passende Zusammenstellung. Denn diese Farbempfindungen oder Farbgeschmack ist ja komplett unterschiedlich. Und ich versuche natürlich auch möglichst viele von den Stickern zu verwenden. Das ist eigentlich ja das Ziel dieser ganzen Aktion, ist ja diese Sticker zu verwenden und nicht so viele übrig zu lassen. So, jetzt stelle ich fest, dass die Sticker leider Gottes da überhaupt nicht gut kleben. Und deswegen klebe ich die jetzt alle nochmal richtig auf mit dem Art Glitter Glue. Auch die großen. So, jetzt noch die letzten Teile wieder festkleben. Auch mit Art Glitter Glue. So, und jetzt sind wir ja im Grunde schon so gut wie fertig, aber die Teile müssen noch verbunden werden. Und ich nehme da jetzt so ein weißes Strickbändchen, das habe ich, glaube ich, mal beim TD gekauft. Und ich fädle das jetzt so von oben nach unten und von unten nach oben durch die Löcher. Und zwar so, dass auf einer Seite dreimal durchs Loch geht und auf der anderen Seite zweimal durchs Loch geht. Und dann mache ich einen Knoten relativ in der Mitte und dann ist das auch schon fest. Und die beiden sind gut miteinander verbunden. Ja, ich weiß, das sah jetzt etwas verwirrend aus. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal. So, machen wir das ein bisschen langsamer. Da von unten rein und von oben rein. Immer einmal von unten und einmal von oben. Und jetzt geht es da wieder von oben rein. Und wieder zurück. Und jetzt hat man auf einer Seite drei Bänder und auf der anderen Seite zwei. Dann den Knoten reinmachen und fertig. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Unten machen wir es natürlich ganz genauso auch wieder zu. Und ich mache jetzt die restlichen. Ja, das ist ein ziemliches Gefummel, aber dadurch, dass es nur zwei Löcher an jeder Karte sind, geht es eigentlich noch. Also wenn jetzt in der Mitte auch noch ein Loch wäre, dann wäre es echt ein super Gefummel. Aber so geht es eigentlich. Ja, und die Fadenenden, die abgeschnittenen, die lasse ich dann so stehen. Ich finde das ganz witzig. Ja, und ihr seht wieder dieses Pflaster. Und ich suche gerade ein bisschen über dieses Pflaster, weil der Faden am Pflaster kleben bleibt. Und das ist ganz, ganz fürchterlich, wenn man so eine quasi Behinderung am Finger hat. Also ich kann das überhaupt nicht leiden. Aber manchmal geht es ja nicht anders. Ne? Wenn jetzt da ständig irgendwelche Kleckse auf dem Papier wären, wäre es auch nicht schön. Ja, so, letzte Schleife bzw. letzter Knoten. Und schon kann man das Ganze so zusammenstellen. Aber da fällt mir auf, es fehlt noch was. Genau, am letzten Ende, da muss natürlich auch noch so ein Bändchen hingeknotet werden. Dann nehme ich jetzt so die abgeschnittenen Reststückchen und knote in die leeren Löcher auch noch jeweils so ein Bändchen rein, damit das gleichmäßig aussieht. Ja, die ganz lang sind, schneide ich noch ein bisschen ab. Und da auch noch schnell ein Band rein knoten, zack. Na wunderbar, jetzt sieht es gleichmäßig aus, schon besser. So, und jetzt fällt mir auf, dass die weißen Schnittkanten ganz und gar scheußlich sind und unbedingt geinkt werden müssen. Ich suche mir jetzt also passend zu den Mustern Tinten aus. Das sind die vom Action, diese kreidigen. Ja, und ich inke jetzt schnell die Kanten noch damit. Das funktioniert ganz super. Ich hätte das natürlich besser machen sollen, bevor ich alle zusammenbinde, aber ja, ihr wisst, wie es manchmal läuft. Es fällt einem erst hinterher ein, man sieht es erst hinterher und die alle jetzt wieder auseinanderzunehmen, ja, da ist mir gerade der Schaumstoff abgefallen vom Tintenpad und das habe ich schnell wieder angeklebt. Ja, gut. Okay, nächste Farbe. Ja, und dann so enke ich das dann alles weiter, bis alle Seiten passend am Rand schön gealtert sind. Ich finde, das macht, es rundet den Gesamteindruck so richtig ab, wenn die Farbe am Rand passend zum Papier ist. Also ich finde das klasse.
Man hätte das natürlich auch alles einfach nur so mit Vintage-Foto oder so machen können, aber ich finde es total schön, passende Farben auszuwählen für dieses Papier. Also ich finde das total klasse, mir macht das richtig Spaß. Und ich muss sagen, dafür sind, für diese kleinen Arbeiten sind die Tintenkissen vom Action wirklich nicht schlecht. Also diese kleinen allerdings nur. Diese da ist auch wieder eins runtergefallen. Okay, ein bisschen ankleben, zack, zack, festdrücken. Und weiter geht's. Ja, also da ist natürlich nicht allzu viel Tinte drin, das ist ganz klar. Aber ich will ja jetzt hier auch keine kompletten Seiten einfärben oder damit mit Jelly-Drucke machen oder so, sondern es geht ja nur darum, die Kanten ein klein wenig farblich zu akzentuieren. Und da finde ich diese Farbauswahl, die einfach da ist, und ich habe alle Sets natürlich gekauft, die es dort gibt, die Farbauswahl ist natürlich grandios, ja. Und ich finde es wirklich schön, also mir gefällt es wirklich gut. Ja, und ich glaube, jetzt sind wir dann auch schon fast am Ende angekommen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt kontrolliere ich nochmal die Sticker, ob sich da eventuell noch irgendwelche Ecken gelöst haben. Und letztlich ist das dann alles. Kommt das bunte Bändchen drumherum. Ja, und fertig ist das ganze Teil. Wunderbar. Also mir gefällt das richtig gut. Ich finde es mega schön. So, aber dann denke ich mir, wisst ihr was? Texte fehlen noch. Texte. Ja, und jetzt habe ich da in meiner Box noch so ein paar Restschnipseltexte rumliegen. Das sind jetzt zwar englische Texte, aber egal, die müssen ja jetzt auch mal weg. Ich habe sie mal ausgedruckt, ich will sie ja nicht wegwerfen. Und ich suche mir jetzt einfach passende Texte aus, die zu diesem Thema Freundschaft und was machen Freunde zusammen und Zeit miteinander genießen. Solche Texte suche ich mir da aus und klebe die jetzt einfach passend zu diesen Szenen auf. Ja, das dauert natürlich ein Weilchen, bis man sich da entschieden hat, welche Texte man nehmen kann, möchte und will. Und ja, Fly High Butterfly, das passt natürlich sehr gut. So, was haben wir jetzt da? Da ist jemand Eis. Was könnte denn da passen? Hm? Ja, ich bin immer noch unentschieden, aber hier Little Things mean a lot. Ja, so ein Eisessen in der Sonne, das ist eine feine Sache. Friendship warms my heart. Das ist auch wunderbar. Da fehlt ein kleines schwarzes Strichlein, das male ich da schnell noch hin, damit das alles gleich aussieht. Tja, was machen wir da? Live in the moment. Mhm. So, nächste Seite. Ihr seht, das geht im Grunde recht schnell. Also das Video ist in der dreifachen Geschwindigkeit hier abgespielt. Das heißt, das gesamte Werk ist etwa in einer Stunde entstanden. Vielleicht ein bisschen mehr, weil man ja zwischendurch auch mal Zeiten hat, wo man ein bisschen überlegt. Aber das ist keine ewig lange Werkelei. Also wenn ihr sowas macht, es ist relativ schnell fertig. Und ich finde das schön, wenn man so Dinge hat, die man am gleichen Tag noch in der Wohnung aufstellen kann quasi. Und es steht jetzt tatsächlich bei mir im Arbeitszimmer, also im Büro, im Computerzimmer. Und ich kann mir das anschauen und ich freue mich darüber, dass das da steht und freundlich und fröhlich aussieht. Und ich kann das dann wieder austauschen gegen etwas anderes, wenn es mir nicht mehr gefällt. Ja, und da habe ich noch ein kleines Schildchen gefunden. Flutterby steht da drauf. Und das klebe ich dann auch noch auf die passende Seite. Und dann ist das Ganze im Grunde genommen auch schon fertig. Mit diesem Band schnüre ich das dann zusammen. Habe dann noch kurz die Enden ein bisschen zurechtgeschnitten. Das ist der Rest, der übrig geblieben ist. Da schneide ich mir jetzt diese einzelnen Elemente raus, weil ich möchte natürlich nicht den ganzen Bogen aufheben, der hauptsächlich ja leer ist jetzt, sondern ich möchte nur die tatsächlichen Elemente, die noch übrig sind, aufheben. Und das ist jetzt tatsächlich der Rest, der übrig geblieben ist. Mehr ist es nicht. Diese paar Teile sind übrig geblieben.
Einige könnte man wahrscheinlich noch unterbringen, aber für mich ist es jetzt fertig. Jetzt schauen wir es kurz durch. Die einzelnen Seiten. Ich finde es super niedlich. Also ich mag diese kleinen Sticker immer noch total. Das Einzige, was man sagen muss, ist, dass die wirklich schlecht kleben. Aber wenn man da mit ein bisschen Tacky Glue oder Fabri-Tac oder irgendwie sowas nachhilft, dann geht das auch ganz super. So, und das sind die verschiedenen Varianten, wie man das auch aufstellen könnte. Also das bietet ja eine Menge Möglichkeiten. Wenn man da zum Beispiel noch ein Fenster einarbeiten würde oder ein Transparentpapier, dann könnte da sogar eine Kerze in der Mitte stehen, habe ich mir überlegt. Ja, ich finde es total hübsch. Ist auch schön zum Verschenken. Kleines Mitbringsel, ein frühlingshaftes Geschenk. Man könnte ein Osterthema machen. Man kann ja jedes Thema machen. Man kann das ja auch mit jedem dieser Stickerbogen machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, bleibt kreativ und junkelt euch was Schönes. Tschüss!